Der Abbau von Rohstoffen auf dem Mond. Hirngespinst oder realistischer Plan? Helium-3 ist der Stoff, der als Treibstoff für Fusionsreaktoren hier auf der Erde fungieren könnte. Das Isotop soll von Robotern auf dem Mond abgebaut und dann zur Erde transportiert werden. Neben einigen privaten Unternehmen will auch China dieses sogenannte Moon-Mining verwirklichen. Wie sehen die Pläne konkret aus und wie realistisch ist das Vorhaben? Wirklich Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal. Nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Ja, viele haben auf WhatsApp abonniert, da kriegt ihr auf jeden Fall noch hundertprozentiger die Nachricht, ob ein Video online geht. Ihr habt euch dieses Thema dort gewünscht, hier ist es. Chinas Pläne im Weltall sind groß und alles läuft auf eine permanente Mondstation hinaus. Eines der größten Ziele dabei ist die Suche nach Bodenschätzen, vor allem Helium-3. Es besteht aus einem Neutron und zwei Protonen und ist ein gigantischer Energieträger. Mit einer Tonne des Isotops könnte eine 7-Millionen-Stadt wohl ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Der Wert von Helium-3 ist also immens. Der Aufwand für den Abbau auf dem Mond könnte sich tatsächlich rechnen. Helium-3 kommt auf der Erde kaum vor, denn es stammt aus dem Sonnenwind, der den Mond aufgrund seines fehlenden Magnetfeldes gut erreicht. Und so kann sich das Helium-3 dort anlagern. Das Isotop eignet sich hervorragend als Brennstoff für die Kernfusion. Bei der Fusion mit dem Wasserstoffisotop Deuterium beispielsweise entstünde als Endprodukt Helium-4. Der große Vorteil, es entsteht keine radioaktive Strahlung. Einen kleinen Nachteil gibt es aber auch, zumindest derzeit, denn bislang sind noch keine Reaktoren entwickelt worden, in denen das Helium-3 verbrannt werden könnte. Keiner der Reaktoren hat eine positive Energiebilanz bisher, denn das große Problem, es braucht sehr hohen Druck und Temperaturen, um zwei positiv geladene Atomkerne zu verschmelzen. Und das ist mit heutiger Technik noch nicht möglich. Doch auch eine andere Eigenschaft von Helium-3 könnte von großer Bedeutung sein, denn es eignet sich tragischerweise auch für den Bombenbau und seine Sprengkraft ist gigantisch. Zudem wäre auch eine weitere Anwendung spannend und zwar in der Raumfahrt selbst. Raumschiffe könnten mit einem Fusionstriebwerk mit Deuterium und Helium-3 sehr viel schneller unterwegs sein. Statt 4 Jahre hin und zurück würde eine Reise zum Mars nur noch etwa 3 Monate dauern. Aber auch für Kühlmittel und Messinstrumente wird Helium-3 benötigt. Und so gibt es einige Unternehmen, die sich mit dem sogenannten Moon Mining, also dem Abbau von Rohstoffen auf dem Mond, beschäftigen. Neben Helium-3 sind es übrigens auch noch andere wertvolle Rohstoffe, die uns auf den Mond locken. Beispielsweise Iridium und andere seltene Metalle, die sich durch Meteoriteneinschläge dort angereichert haben. Neben privaten Unternehmen ist aber vor allem China stark an der Monderkundung interessiert. Anfang des Jahres gelang der große Coup. Als erstes Land setzte die Volksrepublik die Raumsonde Chang'e 4 auf der Rückseite des Mondes ab. Eine völlig unerforschte Region. Das war wirklich eine Premiere und ein neues Kapitel in der lunaren Erforschung, so die chinesische Weltraumbehörde CNSA. Aber auch symbolisch hatte das einen großen Wert, denn die Chinesen demonstrieren so, dass sie längst auf Augenhöhe mit westlichen Ländern sind. Der chinesische Rover soll vor allem im sogenannten Mare Imbrium, also dem Regenmeer des Mondes, Bodenproben nehmen. Die Region stellt das zweitgrößte Mare des Erdmondes dar. Von der Fläche her ist es doppelt so groß wie Deutschland. Wirklich easy wäre der Helium-3-Abbau allerdings nicht. Der Mondboden muss dafür auf rund 700 Grad aufgeheizt werden. Erst so löst sich das Gas aus dem Regolith, also dem Mondstaub. Chinas Vorstellungen zufolge könnten Roboter den Abbau übernehmen. Ein Rover mit einem Parabolspiegel auf dem Dach könnte das Sonnenlicht einfangen. Nach Berechnungen eines amerikanischen Wissenschaftlers müssten bis zu 100 Millionen Tonnen Regolith umgegraben werden, um eine Tonne Helium-3 zu gewinnen. 40 Tonnen Helium bräuchte es dann, um die USA ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Nicht wirklich effektiv, also wenn man ehrlich ist. Der Transport zur Erde dagegen würde sich gar nicht mal so problematisch gestalten, da die Anziehungskraft des Mondes nur etwa 1/7 der Erdanziehungskraft besitzt und eine Rakete somit nur etwa 1/7 der Schubkraft benötigt. Alternativ könnten hier auch Weltraumaufzüge ins Spiel kommen, wie manche Experten-Teams sagen, denn ein Seil für einen solchen Aufzug auf dem Mond müsste viel kürzer sein als hier auf der Erde und auch die Erdanziehungskraft ist natürlich dort nicht vorhanden, sondern die Mondanziehungskraft und die ist viel schwächer. Und an Gondeln könnte dann das Material in den Weltraum transportiert werden. Wir hatten hier ja ausführlich bei Klicks und Science Fiction darüber berichtet. Theoretisch sei solch ein Aufzug möglich, doch es fehle noch an Techniken, um so ein langes Seil zu fertigen. Und zudem steht auch noch die Finanzierungsfrage im Raum. Das sind also alles Fragen, die noch offen sind. Doch fest steht, dass die Chinesen ihre Monderkundung wirklich ernst nehmen. Diese derzeitige Mission ist aber nämlich nur ein kleiner Zwischenschritt der
großen chinesischen Vision. Im kommenden Jahr sollen Chang'e 5 und Chang'e 6 2 Kilo Mondgasstein zur Erde bringen. Seit mehr als 40 Jahren würde dann wieder Material vom Mond in irdischen Labors analysiert werden. Mondgestein hatten bisher nur die Astronauten von 3 sowjetischen Robotersonden und der 6 Apollo-Landungen mit zur Erde bringen können. Die Analysen sollen dann zeigen, ob sich die im Mondboden enthaltenen Rohstoffe für eine Besiedlung eignen. Spätestens 2025 soll dann eine Mondbasis errichtet werden. Dazu ein Mitglied der Chinesischen Akademie für Raumfahrttechnologie. Es wird zuerst ein unbemannter Mondstützpunkt sein, den wir durch Roboter und künstliche Intelligenz betreiben werden. In Zukunft aber sollen dann auch Menschen auf dem Mond leben können. Wow, Kolonie auf dem Mond. Unbedingt auf dieses Video von Raumzeitvlog der Zukunft klicken. Hier werden die Fragen beantwortet, wie realistisch ist der Plan und wie sinnvoll. Also draufklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann, bleibt dran.